Hooligans bekämpfen oder Geiseln befreien. Das sind nur zwei von vielen gefährlichen Aufgaben eines Sondereinsatzkommando. 20 Jahre lang hat Emil Palay das SEK Südbayern geleitet. Die eindrücklichsten Erlebnisse hat im Buch mit dem Titel «Zugriff» zusammengefasst. Der Mann war 150 Kilo schwer und über 2 Meter groß, mit erhobenen Händen und mit dem Langbeil vor mir. Ich hatte eigentlich Sicherungsaufgaben. Als Gruppenführer war ich etwas nach hinten versetzt und zwei Zugriffskräfte seitlich der Tür. Die Tür ging auf und ich kniete vor ihm wie ein Henker. Und das an meinem Geburtstag, darum werde ich das nie vergessen. Und er holte aus und es war eigentlich klar, wenn er durchzieht, ist mein Schädel gespalten, so brutal es sich anhört. Die Lesung vom Pensionär in der Bibliothek zu Langquart zeugt 65 Personen in ihrer Bann. Ein Teil des Buches hat er in der alljährlichen Ferien in Prättigau geschrieben. Darum der Bezug zur Region. Beugte mich über den Fensterrand und drückte zweimal ab. Alles innerhalb von Sekunden. Nur gedämpft vernahm ich die Schüsse. Die Verarbeitung war sicherlich nicht einfach. Aber wenn Sie so einen Einsatz haben, können Sie nicht permanent daran denken, ich habe auf einen Menschen schießen müssen. Und was ist daraus geworden? Sondern Sie müssen eher sich konzentrieren, was habe ich dadurch bewirkt im Positiven, nämlich einem anderen Menschen das Leben gerettet. Die Waffe hat der 64-Jährige mittlerweile gegen den Stift getauscht. Und auch die Fans bleiben nicht aus. Ich habe es noch recht cool gefunden, noch zu treffen und auch noch kennenzulernen. Es war sehr spannend, vor allem aus dem Blickwinkel heraus, dass man da mal jemanden hört, leibhaftig über etwas reden, was man sonst nur in einem Krimi hört. Das war noch ganz speziell, um ihm hier zuzuhören. Es war ein super spannender Vortrag. Also der Herr Palay hat die Geschichte, die Kriminalgeschichte, sehr, sehr spannend erzählt. Immer wenn er die wirklich lebensbedrohenden Situationen geschildert hat, ist natürlich schon fast atemberaubend gewesen, muss ich schon sagen, weil es die Wahrheit ist. Es ist nicht einfach ein Roman, es ist Tatsache. Auch ein ehemaliger Polizist schaut gern Krimis. Viel in diesen Serien ist aber realitätsfremd, so der Fachmann. Die Spezialeinheit, gut vermummt, gut ausgerüstet, marschiert mit Rambock in die Tür hinein. Die Realität ist, dass diese Beamten auch weiter marschieren in die Wohnung, die Räume besetzen und die Personen, die sich darin aufhalten, festnehmen. Zumindest wird es versucht. Und wenn eine Gegenwehr kommt, wird es bekämpft. Im Fernsehen bleiben sie an der Tür stehen und der Kommissar geht vorbei und sagt, sie sind festgenommen. Und wenn der Täter mit der Waffe dasteht, dann sagt er, geben Sie mir Ihre Waffe. Und das habe ich noch nie erlebt. Das ist etwas weltfremd. Aber ich muss sagen, Krimi ist eben anders wie die Realität. Das Buch von Emil Palay erscheint bereits in der zweiten Auflage. Zugriff kann in der Schweiz im Internet und bei den Buchhandlungen bestellt werden.